Genau, diese Wertschätzung, die ist total wichtig. Ganz herzlichen Dank an euch alle jetzt hier für diese Eröffnung des zweiten Teils. Und ich darf euch bitten, die Bühne frei zu machen für Peter Troxler. Wir hatten in der Pause so ein kurzes Gespräch und viele von euch kennen wahrscheinlich Peters Arbeit. Er ist Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in den Niederlanden, in Rotterdam. Genau. Ich glaube, du musst dein Mikro noch anmachen. Und du hast die letzten Jahrzehnte damit verbracht, eben nicht nur Open Hardware, sondern das ist eigentlich, würde ich sagen, ein Resultat von deiner Forschungsarbeit, sondern du hast dich mit Design auseinandergesetzt, mit Offenheit, mit ganz unterschiedlichen Aspekten von gesellschaftlicher Gestaltung. Ja, es sind wirklich die 2,5 Jahrzehnte eigentlich, dass ich mit dem Thema Offenheit unterwegs bin. Das hat noch angefangen, bevor wir Creative Commons Lizenzen kannten. Da wohnte ich noch in der Schweiz, da hatten wir so ein Begegnungsforum, wo wir über allerlei Fragen zwischen Kunst und Kultur und Technik und Gesellschaft so Wochenenden veranstalteten. Und da kam auch das Thema Piraterie und Copyright und was machen denn die armen Schriftsteller, wenn man alles klauen, kopieren kann. Wir hatten ein Festival, Surf Sample Manipulate in 2001, wo es genau um dieses Thema ging. Und das hat mich einfach fasziniert, die Offenheit und das Teilen und das eigentlich, ja, Abgucken und Teilen, das ist doch die Basis unserer Gesellschaft. Wir hatten kurz darüber gesprochen und Max hat es ja schon gesagt, also wir freuen uns, dass das hier das erste Open Hardware Forum ist, aber wir wissen auch, dass wir uns eigentlich in eine Zeit rein bewegen, die nach der Pandemie, nach Corona sozusagen nicht mehr so sein wird wie davor, sondern die uns eigentlich in eine Zeit von Krisen, die ineinander verschachtelt sind, irgendwie ein Stück weit bringt und wo Open Hardware natürlich im Kontext mit zivilgesellschaftlichem Engagement eher eine Lösung sein sollte. Und du hast uns mitgebracht einen Impuls zu Open Source. Open Source als Selbstverständnis und Weg in ein zirkuläres Wirtschaften, aber vielleicht auch irgendwie als Möglichkeit, um unsere Arbeit zu transformieren, um unsere Arbeit in den, ich habe jetzt mal gesagt, nächsten 5 Jahren auch anders aussehen zu lassen als bisher. Wir freuen uns auf deinen Impuls und ich freue mich auch auf einen kurzen Abbinder mit dir nochmal danach. Okay. Nun, dann legen wir los. Muss ich weiter drücken? Ja. Yeah. Open Source, Selbstverständnis und Weg zirkulären Wirtschaftens. Ihr könnt das alles auch in dem Heft nachlesen. So brauche ich auch hier die Zusammenfassung eigentlich nicht vorzulesen, tue es trotzdem. Das Prinzip Open Source ist ein Schlüsselelement für die Verbreitung von Technologie, das sich bei Software bereits als erfolgreich erwiesen hat, haben wir eben gehört. Ein Prinzip, das in den letzten 2 Jahrzehnten auch im Bereich der Hardware vorangeschritten ist. Die Entwicklung scheint uns manchmal noch langsam. Nicht nur Werkzeuge, auch Rohstoffe, Standardteile, das Fertigungs-Know-how, die variieren sehr stark zwischen verschiedenen geografischen Standorten zum Beispiel. Open-Source-Projekte neigen auch dazu, sich zu verzweigen. Und das führt dann zu partieller und lokaler Optimierung, was vielleicht auch ein Vorteil ist. In den jüngsten Forschungsarbeiten, die Kollegen ausgeführt haben, die ich selbst auch ausgeführt habe, gucken wir über die Technik der Open-Source-Hardware eigentlich hinaus in die sozialen Gemeinschaften, die Geschäftsmodelle, die Geschäftszyklen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Technik eben nicht nur als Technik angucken, sondern Technik als Teil des soziotechnischen System, was unsere Gesellschaft darstellt, dass wir dann eine Basis finden, um Open Source Hardware als intermediäre Technologie auch für Zirkulärwirtschaft einzusetzen. Blick zurück. Ihr seht hier an der linken Seite die frühesten Eisenöfen hier in Blisthill in Shropshire und der Flieger, den wir da sehen, das ist der Wright Flyer aus 1903 und in rechts die Eltern unter uns kennen das Ding vielleicht noch, die PDB-10. Die stehen alle für eigentlich Open Source. Open Source, vor dass das Wort überhaupt erfunden war,
weil nämlich die ersten Eisenöfen und die ersten Flugpioniere ihre Entwürfe teilten und miteinander entwickelten. So war es auch mit der Software auf der PDB-10, bis dann jemand sagte, ach Software, das ist ja wie Text, da setzt Copyright drauf. Und ich meine, bei den beiden Eisenöfen waren es auch irgendwann die großen Erfinder, die da sagten, halt mal, ich will das jetzt patentieren und damit mein eigenes Geld verdienen. Kamen diese drei Herren, brauche ich nicht weiter vorzustellen, und sagten, ja, mit dem Copyright, das finden wir total scheiße, wir hacken das Copyright und erfinden sowas wie Open Software Lizenzen. Und das sind dann hier so die Bekannten. Apache natürlich bekannt als The Workhorse des WWW. Ich führe da auch noch Log4j auf, was in 2021 im Dezember eher schlechte Presse gekriegt hat. Nun, das ganze Übersetzen nach Open Source haben wir auch, sind eine Anzahl Logos vorbeigekommen. Hier sehen wir noch ein anderes. Oben oder unten rechts die Open Source Hardware and Design Alliance in 2009, das Open Source Hardware Logo oben rechts wurde in 2011 entworfen und die Open Source Hardware Association an der linken Seite. Bekannteste Beispiele von Open Source Hardware, allen voran natürlich der RepRaptor, Rapid Replicator von Adrian Bauer und Vic Oliver. Das Foto stammt aus 2008, 2005 hatten sie das erste werkende, arbeitende Exemplar gebaut. Dann an der rechten Seite mehr aus dem Umfeld der Erziehung, Bildung, Schulen, die Arduino-Chips, Raspberry Pi, das Microbit. Und da sehen wir schon eine Eigenschaft von Open-Source-Hardware, nämlich unten links das Beocrate, also ein Vierkanalverstärker, der die Vintage-Lautsprecher von Bang & Olufsen aus den 70ern und 80ern kompatibel macht mit den heutigen drahtlosen Hi-Fi-Systemen, ist entwickelt auf der Basis von Raspberry Pi. Mein Lieblingsbeispiel unten in der Mitte, das ist wahrscheinlich weniger bekannt, außer den Leuten, die regelmäßig meine Texte lesen, das ist das White Rabbit-Projekt von CERN. Das CERN, da die großen Teilchenbeschleuniger, die müssen eine Manier haben, eine Art haben, um praktisch eine Art Stoppuhr für Elementarteilchen zu haben. Und diese Teilchenbeschleuniger sind alle über Internet angeschlossen und die Menschen, die ein bisschen technisch unterlegt sind unter uns, die wissen, dass Internet sich nicht gerade wahnsinnig eignet, um im Nanosekundenbereich zeitgenau zu sein. Und dafür haben sie eben am CERN genau dieses White Rabbit Projekt entwickelt. Das haben sie alles in Open Source Hardware entwickelt. Aus einem ganz pragmatischen Grund. Es musste schnell gehen, es durfte nicht zu teuer werden. Es war total logisch, in der Entwicklung schon die Hardwarebauer mit einzubeziehen. Und das wäre ohne Open Hardware überhaupt gar nicht gegangen. Bekanntere Beispiele, sicher die vielen Lastenfahrräder, die in Berlin, aber auch in anderen Städten Furore machen die letzte Zeit. Rechts das Bild vom Open Desk, auch ein bekanntes Möbelstück in vielen Coworking Spaces. Und links, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Vanity Fighter von Local Motors. Local Motors, das auch probierte, als ein großes Open Source Hardware Projekt Autos zu bauen, 2007 gestartet, 2022 bankrott gegangen. Bankrott gegangen an der Logik des Silicon Valley Kapitalismus. Erfreulichere Entwicklungen in Deutschland, die DINSPEC 3105 beschreibt die Terminologie von was ist eigentlich Open Hardware, Technologien, Verfahren, Produkte, Dienstleistungen, eine Definition, dass Baupläne öffentlich zugänglich sein müssen, um sie zu studieren, verändern, weiterverbreiten, darauf aufbauen und verkaufen, die klassischen Open Source Prinzipien. Und die DINSPEC sagt auch, Open Source Hardware, die kann einen wesentlichen Beitrag zu einer zirkulären Ökonomie leisten. Ich habe gesagt, zu Beginn, es stand auch da auf der Folie, dass Open Source Hardware manchmal langsamer ist als Open Source Software. Hier ein Beispiel, wo es eigentlich gerade umgekehrt ist. Python hat für die Entwicklung ungefähr 15 Jahre benötigt. Der RepRap ist zu seiner großen Verbreitung ungefähr 6 Jahre. Aber es ist halt schon so, Hardware herzustellen, kann auf sehr, sehr unterschiedliche Art geschehen.
in einem Fablab auf der linken Seite mit einer eher einfachen CNC-Fräse, in der Mitte eine typische industrielle CNC-Fräse oder rechts im Bild in Handarbeit. Ich bleibe eben bei der CNC-Fräse. Es ist ein Beispiel vom Open Knowledge Festival in Helsinki vor 11 Jahren, 2012. Wir wollten da Taylor Hawkinson aus Chicago einladen, der diese Open Source CNC-Fräse hat gebaut, und dachten, es wäre doch witzig, so eine CNC-Fräse bauen, als Workshop anzubieten. Taylor kommt nach Helsinki, wir sehen, ach scheiße, alle Pläne sind in Inch, nicht in Millimeter. Okay, das ist umrechnen, das ist ja ganz einfach. Und dann kommen wir dahinter, dass die MDF-Standardplatten, sie haben andere Dimensionen in Chicago als in Helsinki. Das als Beispiel, eben, dass Materialunterschiede geografisch unterschiedlich sind. Ich habe ein Projekt gemacht mit der niederländischen Armee. Da ging es um eine Militärbasis in Mali, und die Idee war, können wir da nicht Gebäude 3D printen, weil normal würde die Armee da Stahlbauten machen. Sie kannten Stahl aus Mali nicht verwenden, weil der nicht zu den Spezifikationen passt, die das Militär anwenden muss. Das heißt, wenn Sie da Stahl bauen, müssen Sie allen Stahl aus Europa importieren. Und das ist ja totaler Schwachsinn. Ich habe gesagt, Open Source Hardware Projekte haben die Neigung, sich zu verzweigen. Und hier rechts im Bild, das ist eigentlich die Genealogie des RepRap und die vielen verschiedenen Abstammlinge dieses 3D-Druckers. Und ich habe hier drei Beispiele im Bild. Oben links einen Workshop in 2009 in Utrecht, wo die Kollegen den RepRap Darwin am Nachbauen sind. Darauf aufgebaut ist dann hier unten zu sehen, der erste Ultimaker, entstanden in 2011, und mittlerweile der kleine da, so klein ist er gar nicht, der Prusa i3 aus 2016. Wir sehen die große Diversität in Open Source Hardware in dem Nachbauen. Und das kann genau auch mit diesen geografischen Unterschieden durchaus ein Vorteil sein. Weil im klassischen Denken würde man sagen, industriell, wir müssen standardisieren. So, hier die Titelseiten, total unlesbar natürlich, aber einfach auch zum Beweisen, hey, wir spielen auch im Spiel der Wissenschaften mit, wo wir auch in Open Source, Open Access heißt das dann bei uns, publizieren. Und da haben wir so ein bisschen drei Dinge rausgefunden. Zum Ersten, die klassische Betriebswirtschaft guckt nach Werten und sagt, okay, wir erzeugen Werte, wir übertragen Werte, wir schöpfen die Werte ab, wobei das Erzeugen der Werte eigentlich immer schon ein Akt der Extraktion ist, wo also Werte aus dem sozialen und dem planetären System eigentlich rausgeholt werden, dann zu Geld gemacht, und das Geld landet schließlich bei den Firmen und deren Inhabern. Open Source Hardware denkt hier anders, denkt hier zirkulär. Die Werte werden gemeinschaftlich erzeugt. Auch das ist oft noch extraktiv. Stichwort Ehrenarbeit. Dann werden die Werte aber geteilt und dadurch für die Gemeinschaft oder zumindest für die Teilnehmer an den Projekten bewahrt. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, wo in der klassischen Betriebswirtschaft von Lieferkette gesprochen wird, denken die Open-Source-Hardware-Unternehmer mehr an eine Community von anderen Menschen, anderen Firmen, die vor- und nachgelagert mit ihnen zusammenarbeiten. Und die dritte Erkenntnis ist, dass ganz, ganz viele Open-Source-Hardware-Unternehmer nicht ein klassisches Ein-Produkt-Business-Modell haben, sondern mehrere Business-Modell-Muster kombinieren. Das kann dann Fabrikation sein, das kann Retail sein, online oder in einem Shop. Das kann Auftragsarbeit sein, das können Bildungs- und Weiterbildungsangebote sein. Und die haben dann vielfach verschiedene solche Eisen im Feuer, um damit auch überleben zu können. Ich nehme das WikiHaus als Beispiel, um
eines der, ja, der zentralen Themen von Open Source Hardware zu beschreiben, nämlich das Prinzip von Design Global, Manufacture Local. Also das Entwerfen kann digital auf der ganzen Welt zeitgleich und verteilt geschehen. Das Herstellen geschieht lokal und dann sehen wir die verschiedenen sind's Modelle und hier unten links eine Realisation in Wien und rechts in Paris. Das zweite ist, dass die Ressourcen eben auch bereitgestellt sein müssen, um das Design Global und Manufacture Local zu realisieren. Die Ressourcen, einerseits natürlich die Baupläne, ganz klassisch, wo viele unserer Open Source Hardware Kollegen eben auch drüber reden die ganze Zeit, aber auch die lokale Herstellungsinfrastruktur, also Makerspaces, offene Werkstätten, Fab Labs. Dazu gehört aber auch eine geschickte Parametrisierung, diese Übersetzung vom globalen Design in die lokale Herstellbarkeit ermöglicht. Nun, so ein System kann funktionieren und das haben wir zu Beginn der Pandemie eigentlich gesehen. Ihr kennt wahrscheinlich die Beispiele. Das erste Ding, wo mit 3D-Druck ein Ersatzteil in Brescia in Italien gebaut wurde, das, der Hergebrauch der Decathlon-Scuba-Maske und dann die in Tausenden, Abertausenden Stückzahlen produzierten Face Shields. Das System hat einige Monate funktioniert, ist sehr schnell auf die Beine gekommen, hat einige Monate funktioniert, ist auf sehr, sehr positives Echo gestoßen und ist dann wieder total eingesackt. Und da können wir uns drüber unterhalten noch, warum das sein könnte, mit den Ressourcen zum Beispiel, oder auch Umgang mit Risiko in der Medizin. Ich komme zum Schluss, denn ich bin, glaube ich, schon am Überziehen, wenn ich da so ein bisschen zu den Kollegen gucke. Für meinen Schluss muss ich doch eben jetzt euch fragen, in die Abstraktion mit mir zu steigen. Ich habe hier ein Modell geklaut. Nee, wir klauen ja nicht in der Wissenschaft, wir zitieren. Abgucken ist natürlich die Basis von Open Source. Dieses Modell ist von Richard Buchanan, der hat es in 2001 beschrieben, als er darüber nachgedacht hat, wie eigentlich Design sich entwickelt hat, das Entwerfen sich entwickelt hat, von einer ersten zur zweiten, dritten, vierten Ordnung mit zunehmender Komplexität. Die erste Ordnung eigentlich die Symbole von Entwerfen, denken Sie an Schriften, Produkte natürlich, Stühle, Tische, Windturbinen, Interaktionen, dann soziale Interaktionen auch bis hin zu Systemen. Und heutzutage sprechen wir eben auch in der ganzen Diskussion um Transitionen und Transformationen um systemisches Design. Und dieses Modell möchte ich eben verwenden, um meinen Input noch eben zusammenzufassen in diesem Bild, wo wir eben sehen, ja, wir haben die Symbole, die sind wichtig auch, um diese Einheit für uns zu kreieren. Wir haben diese Produkte. Diese Produkte funktionieren aber nur, wenn sie in Interaktionen und in einem systemischen Entwurf zusammengebracht werden. Das wär's. Applaus für dich. Und wenn du möchtest, kannst du noch einmal klicken. Genau, wir klicken noch einmal und zwar könnt ihr jetzt hier schon mal ausprobieren, das Tweetback, wenn ihr Kommentare, Fragen für Peter habt. Jetzt haben wir noch mal 10 Minuten, um euren Input auch mit aufzunehmen. Ich schaue hier sozusagen auf das Backend und ihr könnt gerne uns hier was mit auf die Bühne geben. Wir werden das über den weiteren Verlauf des Nachmittages auch als Interaktionstool nutzen. Probiert es einfach aus und wir schauen mal, was noch sozusagen vom Publikum mit reinkommt. Aber ich finde interessant, was du zum Abschluss gezeigt hast, weil es ja eigentlich eine Einladung oder ein Aufruf ist, wirklich das, was wir jetzt hier auch im Raum sehen, was wir in der Ausstellung anfassen können, was ihr vielleicht auch
in eurem konkreten Umfeld produziert einordnen können in eine Transformationslandschaft. Und wir haben auch Masken zum Beispiel in der Ausstellung, wissen aber, dass es eigentlich darum geht, einen neuen Status quo zu bauen. Das heißt, es geht nicht darum, kurzfristig, wie soll ich sagen, einem Trend zu folgen oder einem Bedarf, vielleicht was nicht so passend ist, aber irgendwie auch über ein Prototyping zu stillen, sondern es geht ja eher darum zu überlegen, wie kommen wir denn in ein neues Normal? Wie sieht dieses Open Source Hardware Normal in Zukunft aus? Wie wird es durch Gesetze, durch die Norm, durch Produktionsstätten unterstützt? Und mich würde interessieren, was ist dein Forecast? Wo bewegen wir uns eigentlich hin? Wo müssten wir uns hinbewegen, um gemeinsam dort eine Vision zu erzeugen und dann aber auch, sage ich mal, den Druck und die Kraft, um uns da strukturierter in eine gemeinsame Richtung zu bewegen? Ja, wir können ja jetzt natürlich noch eine Stunde in die Transitionslehre einsteigen. Aber in der Transitionslehre gibt es, denke ich, zwei Elemente, die uns helfen, diese Frage zu beantworten. Das eine ist, du hast das Wort in der Pause benutzt, Exnovation. Exnovation mit Dingen stoppen. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe unserer Regierungen, um da wirklich einen Strich zu ziehen und sagen, also Big Oil, weg damit. Wir werden Öl weiterhin nötig haben. Ohne Öl, Erneuerbare aufzubauen. Ohne Öl zurzeit keine Medikamente. Ja. Aber das Scheißverbrennen, da können wir locker mal stoppen mit. Und das tut natürlich auch weh beim Individuum. Die Automobilindustrie ist eigentlich die einzige Industrie weltweit, die uns dazu überzeugt hat, dass selber machen besser ist. Sage ich als überzeugter Maker auch. Also das eine ist stoppen mit Dingen und das andere aus der Transitionslehre ist, dass es auf der einen Seite diese Innovationen braucht in den Nischen, die wir hier alle mal haben und dass diese Nischen dann eigentlich auf ein Zeitfenster treffen müssen, um einen Durchbruch zu kriegen. Und das Zeitfenster, das können wir probieren, politisch zu kreieren. Ich glaube da nicht so dran, weil Politik ist schlecht drin, Chancen zu kreieren, um sich selbst aufzuheben. Wir können aber davon ausgehen, dass die Gesellschaft Risse kriegt und Risse hat. Und die Pandemie war so ein Riss. Und ich denke, wenn wir mit genügend Nischen dastehen, die auf mögliche Risse reagieren können, dass wir dann eine Chance kreieren, diesen Zufall auf unsere Seite zu ziehen. Also was du sagst, ist ja eigentlich, die Grundannahme von Veränderung. Ne? Wir sprechen in der X-Kurve. Also ich bringe Innovation, ich bringe was Neues ins System rein, aber ich muss halt auch das alte Exnovation aus dem System rausphasen. Jetzt haben wir in der Wissenschaft irgendwie schöne Modelle dazu, die zeigen das immer so als schöne S-Kurve. Alles ist so irgendwie schön gewölbt und gleichförmig, aber eigentlich, was wir gemerkt haben, es sind Schocks. Also diese Risse, die du beschreibst, ist ja ein Absinken von einer Kapazität, die dann versucht wird, sehr mühevoll, Tankrabatt, wieder aufrecht zu erhalten, anstatt zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Schock und wir müssen irgendwie verstehen, wie wir eigentlich sehr schnell ausphasen und sehr schnell einphasen. Und dein Vorschlag würde bedeuten, dass eine bessere Dokumentation von Open-Hardware-Lösungen eine Replizierbarkeit, ein Aufbau von vernetzten Infrastrukturen und ich würde jetzt auch sagen, von Akzeptanzen, von Kompetenzen dazu führen würde, schneller auf diese, ich würde provokant sagen, Risse, aber auch Krisen, die wir kommen sehen werden, reagieren zu können. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
Ja, genau. Und ich meine, das Beispiel mit den Masken zeigt ja wirklich, dass es schnell gehen kann im Aufbau. Die Problematik liegt eigentlich nicht so sehr im schnellen Aufbau, das haben wir gezeigt, dass wir das können. Die Problematik liegt im Durchhalten. Und der Aufbau war sehr, sehr aktivistisch. Wir sehen das auch in der Extinction Rebellion, ist sehr, sehr aktivistisch. Das Mobilisieren, das funktioniert, das Durchhalten, das ist die große Schwierigkeit. Mhm. Und ich denke, da müssen wir auch drüber nachdenken, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, weil Aktivismus ist auch zu einem gewissen Sinn soziale Extraktion. Mhm. Also da schmeiße ich mit meinem Körper in die Autobahnblockade. Mhm. Das ist auf die Dauer nicht durchzuhalten. Und da müssen wir nachdenken, wie kriegen wir ein passendes System oder passende Mechanismen wahrscheinlich auch deutlich in der Mehrzahl, um das Durchhalten zu ermöglichen. Ich sage jetzt mal, in meiner Sprache wäre es eigentlich eine Standardisierung von, sage ich mal, ich wende sehr viel Energie auf, ne, um sozusagen zu reagieren, und um proaktiv zu werden, müsste ich aber bestimmte Prozesse automatisieren, standardisieren, normieren, also irgendwie was schaffen, dass sie in ein neues Normal übergehen. Also wir kennen es vielleicht alle, die Pandemie hat irgendwie eingesetzt, wir sind auf Online-Konferenzen irgendwie umgeschwungen, das Gehirn hat unglaublich gearbeitet, ich war am Ende des Tages ultra durstig, weil wirklich im wahrsten Sinne einem eben der Kopf dampft, weil das Gehirn so viel Energie braucht, um Neues zu verstoffwechseln. Und jetzt ist es so, okay, Videokonferenz überhaupt kein Ding, Videomoderation überhaupt keine auf, weil wir in einen neuen, sag ich mal, Normalzustand Wir haben sozusagen das Handwerk von Videokonferenzen gelernt. Genau. Wie würde also diese Automatisierung, und hier wird eben auch gefragt, ne, wie können wir Projekte, Produkte finden, wie können wir diesen Aufwand, also den Effort Impact, der Aufwand Wirkung, wie können wir in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass das eine andere Balance, ein anderes Verhältnis sich dort herstellt? Ja, und du hast das eben automatisieren genannt. Ich würde es eigentlich lieber Handwerk nennen. Wirklich das Machen und auch das Geistige. Routinieren ist vielleicht die bessere Beschreibung davon, genau. Aber eben auch Bewusstsein, dass das geschehen muss. Und von der wenigen Zeit, die wir haben, dafür auch Zeit frei machen. Bedeutet das im Sinne von der, also ne, du hast ja uns auch ein Bild mitgegeben, das Vorgelagerte, dieses meine Firma oder mein Tun und das Nachgelagerte, bedeutet das für unsere Community hier auch neue Liefer- oder neue Erzeugungsketten eigentlich zu denken, wo gegebenenfalls Politik, Verwaltung, Regulatorik, Umsetzung in meiner Nachbarschaft, also andere Akteurskonstellationen eigentlich notwendig sind, um da eine andere Resilienz, sage ich mal, auch zu erzeugen, Widerstandsfähigkeit. Ja, und das ist eine zweiseitige Sache, weil wir sind natürlich in diesem Nanny-Staat irgendwie gelandet, weil jeder sagte, wenn Umwelt Wo ist meine Rechtsschutzversicherung, wo ist mein Anwalt, wer ist da schuld? Also dass nicht mehr selbst die Verantwortung nehmen wollen für unser eigenes Handeln. Und das ist genauso eine Voraussetzung, wie das die Regulatorik anzupassen. Also das muss Hand in Hand gehen. Wenn wir nicht selbst wieder bereit sind, Verantwortung zu nehmen für unser Handeln, dann wird es weiterhin die Regulatorik nötig sein, uns zu zwingen. Was gibst du uns für den Nachmittag noch mit auf den Weg? Auch basierend auf dieser verantwortungsvollen, also vielleicht auch politischeren Open-Hardware-Arbeit. Ja, genau das. Open-Source-Hardware-Arbeit ist politische Arbeit. Und wenn wir über Open-Source-Hardware nachdenken und über eine Windmühle, müssen wir auch über die Verwendungszusammenhänge dieser Windmühle nachdenken, über die politisch-sozialen
Ursprünge dieser Windmühle und die politischen und ökonomischen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Peter. Peter Troxler, danke für den Input. Dein Applaus.